Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Steffen Tigges heute mit Startelf-Einsatz beim Spiel gegen Würzburg. Ihr habt heute nicht unbedingt das idealste Spiel gegen Würzburg geliefert. Woran hat es heute gehapert? Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, die Mannschaft ist absolut intakt. Wir wussten, dass ein schwerer Gegner auf uns zukommt. Eine schwere Aufgabe. Die Würzburger haben eine sehr gute Mannschaft, individuell und auch im Zusammenhalt. Wir wussten, dass es schwer wird. Und ja, wir haben es spielerisch nicht ganz auf die Kette bekommen, nach vorne zu spielen. Haben uns nicht so viele Chancen erspielt, wie wir es gerne gehabt hätten. Ja, woran es gelegen hat, kann ich jetzt so im Nachhinein nicht sagen. Wir haben trotzdem 1-1 gespielt. Ich glaube, dass wir nach dem Tor ein bisschen tief hinten reinfallen lassen haben, nicht mehr richtig Druck auf den Ball bekommen haben, dann das Tor bekommen haben und danach wieder ein, zwei gute Chancen hatten, auch durch Standards. Also nicht ideal, da sehe ich nicht ein. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Punkte holen. Du bist erst Ende der ersten Halbzeit auf den Platz gekommen für Christian Groß. In der ersten Halbzeit fehlte ja lange Zeit das Zugriff auf das Spiel. Du konntest das nur von der Bank aus beobachten. Was ging dir da auch durch den Kopf? Ja, es gab auch in der ersten Halbzeit Teile, wo wir nicht den Zugriff hatten, aber es gab auch Teile, wo wir Zugriff hatten. Deswegen, es war ein Spiel irgendwie hin und her. Ich glaube, ja, so schwer jetzt nach dem Spiel zu sagen, woran es gelegen hat, auch in der ersten Halbzeit. Ich habe es von draußen gesehen. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Mannschaft nicht wach wäre oder nicht weiß, was auf sie zukommt. Ja, manchmal ist es einfach schwer, die richtigen Mittel gegen einen Gegner zu finden. Und ich finde, dass wir dann nach 20 Minuten wieder gut ins Spiel gekommen sind, den Ball gut laufen gelassen haben und ja, dann auch unsere ein, zwei Chancen hatten. Und ja, schade, dass es nur zu einem Punktgewinn gereicht hat. Aber wie gesagt, schlechtester Auftritt lasse ich so nicht gelten. Also auch die Pfiffe von den Fans sind deiner Meinung nach unberechtigt? Naja, das habe ich nicht gesagt. Jeder muss wissen, was er auf der Tribüne macht. Es gab auch welche, die uns gerade Zuspruch gegeben haben, als wir zur Bande gegangen sind. Darauf müssen wir uns auch hochziehen. Wir ziehen uns an uns selber hoch. Ich weiß, dass die Mentalität in der Mannschaft, auch Spielern wie Hallel und so hoch ist, dass wir uns da immer wieder hochziehen können. Und ja, das müssen wir machen. Wir müssen dann auch mal weghören, wenn sie pfeifen. Sie sind hier, sie sind frei hier, sie dürfen dann auch pfeifen. Das ist deren Sache, aber ich habe gerade mehr die Leute im Kopf, die auch Zuspruch gesprochen haben. Wie sehr ist das jetzt mittlerweile auch bei euch eine Kopfsache? Ich glaube nicht, dass es eine Kopfsache ist. Wir wissen, was wir können. Wir haben genug Selbstvertrauen, das zu sagen, dass wir auch zu Hause gewinnen wollen. Klar ist es unzufrieden oder sind wir unzufrieden mit nur einem Punkt. Aber jetzt geht es nächste Woche gegen Münster weiter und da versuchen wir wieder dreifach zu punkten. Ich weiß, dass wir nach dem Spiel in Meppen, dass der Torwarttrainer Rollo gesagt hat, einfach mal an den positiven Dingen jetzt festhalten, wenn man nach Hause fährt vom Training und nicht immer die negativen Sachen. Das müssen wir jetzt wieder machen. Deswegen glaube ich auch, dass wir heute das Tor gemacht haben, dass wir da richtig mit Power reingegangen sind, weil wir uns vielleicht auch mal Gedanken gemacht haben über die positiven Dinge und das müssen wir jetzt machen.